Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Was für ein Spiel, meine Lieben. Ich muss mich noch ein bisschen entschuldigen, also zwischendrin, ich habe ja so einen furchtbaren Frosch im Hals gehabt, aber das ist live, man muss bald sagen, also für mich ist es live und ich kann es ja nicht nochmal neu aufnehmen. Normalerweise würde ich ja sowas jetzt nicht ausstrahlen mit solchen Hustern und was nicht alles, aber ich hatte einfach mal einen Frosch im Hals, das hat mir ein bisschen leid getan, dass es dann doch so ein bisschen nervig war. Entschuldigt bitte, aber dafür ist es halt eben auch alles für den Club, ne? So. Hat sich nicht Osnabrück hier über Wert verkauft? Also meine Fresse, die könntest du mit so einer Leistung ja sofort in die Bundesliga stecken. Wahnsinn, Wahnsinnsleistung. Am Ende konnten wir uns durchsetzen. Eher schlecht als recht, aber dann im Elfmeterschießen waren wir überlegen, haben alle Bälle versenkt und ja, konnten, einer wurde vergeben von Osnabrück, einen haben wir gehalten und Lahm hat dann die Entscheidung gebracht. Wahnsinn, Wahnsinn. Okay. Ich bedanke mich natürlich fürs Einschalten im letzten Spiel. Wir machen jetzt natürlich gerade so weiter. Wir sind im Finale. Ihr seht hier die Leistungen. Ich finde es eigentlich unfair. Osnabrück müsste hier durchweg eine 1 kriegen. Die gesamte Mannschaft stehen momentan in der zweiten Bundesliga nicht so gut da. Kämpfen um den Abstieg und haben es richtig schwer. Aber da haben sie nochmal alle Kräfte mobilisiert. Hätte ich mir doch ein bisschen mehr gewünscht, dass sie da besser bewertet worden wären. Okay, können wir jetzt nicht ändern. Hut ab für Osnabrück, starke Leistung, gar keine Frage. Wir gehen mal weiter und gucken mal, wie es weiterging. Hertha BSC Berlin 2:2 und 2:1 und am Ende... ja, wer ist jetzt weiter? 2:2? Das kann doch gar nicht das Ergebnis sein. Komm nicht drauf. Wer ist denn jetzt hier weiter? Seht ihr irgendwas? Bei uns war es auch 2:2. Ach, hier 6:4 nach Elfmeterschießen. Sieg 5:3 nach Elfmeterschießen. Hier unten sehe ich es. Ach Gott, ich war jetzt ganz, ganz perplex. Okay. Also Berlin ist weiter und die Münchner sind weiter. Das heißt, wir Berlin spielt zu Hause. Das ist natürlich richtig schwer. Im Olympiastadion. Na gut, gucken wir doch mal. Also, Sex vor dem Spiel. Das können meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts. Ja, wär auch, das wäre noch richtig geil, oder? So richtig übel. So, Jungs. Jetzt wird erstmal durchgeblasen hier, statt massieren. So, alles klar. Wir machen weiter. Thomas Müller momentan hier so der absolute Topstar des Pokals hier mit den meisten Toren zumindest und Vorlagen auch. Wir gucken mal nach Scorerpunkte, wer noch weiter oben ist von uns, sonst keiner. Er ist hier der absolute Top-Man of the Match. Insgesamt, glaube ich, zählt das ja. Alles klar. Und weiter geht's. Da wären wir. Gucken wir mal rein, was jetzt kommt. Saisonfinale, alles klar. Ihr habt ja schon gesehen, wir haben 77 Punkte aktuell. FC Bayern München, vermeintlich leichte Aufgaben zum Restprogramm. Außer noch Leverkusen und Dortmund. Der Rest ist gut einschätzbar, finde ich jetzt. Also ist echt gut machbar. Wir haben aber schon, ja, wir haben schon ordentlich Punkte Vorsprung. Insgesamt 12 Punkte. Das können wir bald ja schon frühzeitig hier vorentscheiden, wenn Hamburg da ein bisschen schwächelt. Die ja noch im Halbfinale der Champions League stehen. Die müssen da noch ein bisschen Kräfte lassen, ne? Ihr seht, Hamburg, die ist auch alles grün hier. Gut. Okay, also ihr seht, Bundesliga Meister zu werden. Oh, mit Düsseldorf! Düsseldorf! 95 zu leben. 95 zu leben. 95 zu leben. 95 zu leben. So, Düsseldorf, 95 Olé, so sieht's aus vom Allerfeinsten. Und ja, der Hamburger Sportverein spielt jetzt gegen TSG 1899 Hoffenheim. Ja, und unsere Wenigkeit habt ihr gerade gesehen gegen Fortuna Düsseldorf. Freue ich mich jetzt auch drauf, das geht auch immer recht gut eigentlich. Immer gut machbar. Und jetzt haben wir ein bisschen Motivation getankt aus dem, ja, alles wieder im grünen Bereich. Außer Felix Gillen hat ein bisschen geschwächelt. Können wir Lahm wieder reinbringen? Gustavo mit Rotsperre immer noch draußen. Tim Davids würde ich ganz gerne wieder drin sehen. Und auch noch ein bisschen laufen lassen. Nicht gleich in der Startelf, dafür ist, ja, oder, ne, können wir eigentlich auch. Wir spielen gleich mal wieder so mit dieser offensiven Aufstellung. Wulfswinkel hat ja immer noch die Hand auf der Torschützenliste, also auf der Torjägerkrone. Will ich ihm jetzt nicht zu früh wegnehmen, deswegen sage ich mal, lassen wir ihn mal drin. Ja, für Gomez, der absolut stark war, auch zuletzt im Spiel, jetzt hier im Pokal. Aber gut, wir wollen ihm ja die Chance jetzt nicht verwehren, ne? Ihr wisst jetzt, warum ich ihn drin lasse. Mit einer, nur eine Stärke von 76, aber trotzdem eigentlich eine gute Saison gespielt. Die Hinrunde war halt überragend und in der Rückrunde, da hat er dann, ist er eingebrochen. Ja, auffällig schlechter die zweite Runde, aber trotzdem immer noch ein toller Spieler, ist ja gar keine Frage. Man kann ja nicht immer nur danach gehen, wie oft sie treffen, man muss die Jungs ja auch ein bisschen unterstützen, bin ich der Meinung. So,
Überrede beim nächsten Länderspiel Martin Hinteregger, dass er zu uns kommt. Ja, geil. Das machen wir auf jeden Fall. Alaba ist müde, da kann ich ja mal noch einen Franck Ribéry reinbringen. Dann ist ein Wollscheid müde, da kann man mal wieder mal einen Boateng reinwerfen. Ansonsten ist Müller auch ein bisschen bedient. Da bringe ich dann heute mal Reservist Weiser, Mitchell Weiser. Und ja, und dann passt das. Und die beiden Offensivkräfte, die bleiben erstmal drin. Die würde ich ganz gerne mal so sehen, wie die laufen, wie die Gas geben. Und der Rest, ja, der Rest kann erstmal so bleiben, wie es ist. Ein bisschen Kräfte schon, da kommen noch ein paar harte Spiele. Ja, und dann würde ich sagen, ungelesene Nachrichten checken. Wie immer, Statusbericht Verletzungen, immer noch 20 Wochen. Finale, DFB-Pokal, FC gegen FC Heidenheim. Ach, gar nicht gegen Berlin. Ich habe doch 5:4 für Berlin gelesen. Sag mal, habe ich geträumt oder was? Noch einfacher somit. Entschuldigt, habe ich ein bisschen mich verguckt. Das sah aber anders aus, nach meiner Meinung nach. Also, das sah doch aus wie bei Berlin. Oder habe ich da zu schnell geguckt? Habe ich da mich ein bisschen vertan? Vielleicht? Jetzt habe ich auf Stadion geklickt. Es ist immer schlecht, wenn man auf Stadion klickt. Da dauert es immer lang, bis er es geladen hat. So, da ist es. Dann speichern wir mal lieber gleich ab, bevor uns abschmiert. So, und dann gehen wir mal auf Begegnungen. Wie haben die denn gespielt? 5:3. Ah, gewonnen. Da haben sie doch gewonnen im Elfmeterschießen. Habe ich mich verlesen. Dann habe ich mich einfach verlesen, kann aus... Ja, tut mir leid. So. Ah ja, das Ergebnis war ja unter Heidenheim gelegen. Ah, das Ergebnis stand zwar so da, 5:3, aber es war aus Sicht von Heidenheim, weil es auf der rechten Seite stand, dass sie weitergekommen sind. Deswegen, ja, okay. Deswegen ist Heidenheim weiter. Alles klar, ich verstehe. Wenn ihr euch erinnern könnt. Aber gut, ist halb so wild. Jetzt spielen wir gegen Heidenheim, nicht gegen Berlin selber. Schade. Aber vielleicht dann noch ein bisschen einfacher für uns, ne? Wenn sie nicht so stark aufspielen wie Osnabrück. So, okay. Der Rest ist alles klar. Artikel zur Markteinführung haben wir eigentlich soweit durch. Die Jugendspieler, da müssten wir uns mal überlegen, ob wir einen verpflichten. Aber ich sehe keinen. Ja, die Torwartmänner sehe ich hier auch nicht wirklich als Alternativkräfte, weil sie einfach zu schwach sind. Ihr seht, unser Keeper, der drin aufgestellt ist, der Eminoglu, der hat eine 58 in der B-Jugend. Es wurde auch gesagt, warum ich dem Mike Schneider hier, warum ich den nicht Manuel Neuer gebe. Erstmal müssen wir, glaube ich, mal gucken, Trainingsziele. Hat er erstmal gar nicht drin, dann nur wichtige für seine Position. Können wir schon mal reinstellen und Reflexe und Abschlag. Der Rest ist ja schon bei 70. Mal auf eine 75 drücken alles. Guck mal, ich glaube, wenn ich jetzt das eingegeben habe, was er jetzt trainieren soll, dann kann ich ihm vielleicht einen tollen Keeper geben. Aber ich glaube, Manuel Neuer ist schon vergeben als Keeper. Schaut, Manuel Neuer ist schon vergeben. Ich weiß jetzt gar nicht, bei wem er Mentor ist. Wir gehen mal da, bei ihm hier. Also, nehme ich ihn mal raus, ihm mal keinen. Jetzt gehe ich hier hin, wieder zurück. Das ist Mike Schneider. Jetzt kann ich ihm Neuer geben wahrscheinlich. Hier, alles klar, jetzt ist es geregelt. Jetzt habe ich es hingekriegt. Nee, alles klar, schon wichtig. Sollte schon drin sein bei so einem tollen Keeper, den wir da aufbauen, dass er auch den besten Keeper als Mentor hat. Ja, privater Bereich ist ja meistens extrem langweilig. Hier ist sie, Jutta. Jutta, Fußballbegeisterung recht mau. Ja, muss sie ja nicht, ne? Das würde mir auf den Sack gehen, wenn die Alte auch noch Fußballfan wäre, ne? So eine Gröltante. So, okay, Trikots. Ja, das ist eigentlich soweit klar. Da brauchen wir jetzt ja nicht ins Detail drauf eingehen. Ich wollte nur so ein bisschen noch mal ein paar Fenster mit reinnehmen. Wir gucken aber noch kurz in die Liga rein, wie denn da so der Tabellenstand allgemein ist. Ein bisschen Statistiken können wir ja in die Folge mit einfließen lassen. Also, Abstieg scheint hier besiegelte Geschichte zu sein von FC Augsburg. Es sei denn, sie fangen sich jetzt noch in den letzten 5 Spielen und holen hier, oder 6 Spiele sind es noch, ne? Der 30., 31., 32., 33., 34., 5 Spiele sind es noch. 30, 31, 32, 33, 34, genau, 5 Spiele. So, okay, also das wird dann ein bisschen hart, ne? Ich glaube, 5 Spiele, dass dann Lautern und Berlin noch so abkackt, kann ich mir nicht vorstellen. Obwohl jetzt Berlin so richtig abgestürzt ist durch diesen Verlust jetzt nochmal im Pokal, hätte man sich auch mehr erwarten können, ne, von ihnen. Wir gehen mal rein in die zweite. Wo steht denn Heidenheim? Hier, die stehen gar nicht so schlecht da. Ja, weiß man nicht genau, wie sie spielen. Wenn sie Berlin schon schlagen können im Elfmeterschießen, vielleicht läuft es für uns dann noch ein bisschen souveräner, ein bisschen einfacher. Okay, ansonsten, privater Bereich ist soweit klar. Wir gehen rein, Merchandising, da können wir vielleicht noch was aufnehmen. Ist noch Platz? Ne, müssen ja erst ausbauen, aber entwickeln kann man ja immer, oder? Ja, jo, 4 Wochen Ausbau, Entwicklungszeit, Wanduhr dauert auch. Maximale Anzahl an Artikeln entwickeln, okay. Mehr kann man momentan nicht entwickeln hier. Da ist momentan nicht mehr drin. Ansonsten,
Müssen wir noch ein bisschen Gespräche führen. Eigentlich nicht, sie sind eigentlich recht fit. Felix Gillen würde ich ja wieder ein bisschen hochloben. Er ist gut trainiert, das hat er ja. Das können wir ihm sagen insgesamt. Das gefällt ihm, 5 Moralpunkte. Er muss nur ein bisschen wieder in Form kommen. Aber er hat auch noch Zeit, er ist ja erst 21. Also da mache ich mir jetzt auch gar keine Sorgen, dass der da irgendwie eine schlechte Entwicklung nimmt. Also das ist, den haben wir schon super eingekauft. Das ist schon ein Megatalent, was wir da im Kader haben. War teuer, aber hat er jetzt schon den Marktwert fast drin. Ne? 22 Mille, 26 haben wir bezahlt. Das ist ein Megatransfer, den wir da getätigt haben, aber er ist auch zukunftsorientiert. Keine Frage, ganz klar, dass er da in nächster Zeit, genauso wie ein Davids, ne? Tim Davids, der unwesentlich günstiger war, 20 Millionen weniger und jetzt schon mehr wert, also 24 Mille ist er wert. Und er wird noch wahrscheinlich noch ein bisschen ordentlich durch die Decke gehen. Kurzer Pass hat er jetzt schon top wert. Und hier sind noch ein paar andere Sachen, die er so in der Zeit einfach aufbauen kann. Und er ist, Leute, er ist 17 Jahre. Das ist geil, das macht Spaß, in diesem Spiel auch solche Megatalente dann da ranzuzüchten, die man auch behalten kann. Beim FC Bayern München kannst du solche Talente behalten. Bei anderen Clubs würde man jetzt sagen, Mensch, da kannst du dich gesund stoßen mit so einem Transfer von 30 Millionen auf Jahrzehnte gesund stoßen. Wäre auch cool zu sehen. Ansonsten, nein, wir gehen mal noch in die zweite, gucken mal. Ja, da müssen wir jetzt einmal abwarten, wie das Ergebnis läuft. Ich lasse es einfach so, wie es ist. Ich stelle da nicht viel ein. Vielleicht kriegen sie da die Kurve noch. Aber André Schürrle, guck mal, da eine Form von 4. Eine Form von 4. Da kann ich auch schon bald den Hinkel hier reinstellen, ey. Aber Schürrle immer noch mit der 72. Machen wir es mal so. Wir setzen mal den Hinkel rein, den Landmann auf rechts. Gucken wir mal. Der ist ein bisschen besser in Form. Vielleicht merkt er dann der Schürrle noch was. Werden wir ja sehen. Ja, tut mir leid, der hat sich gar nicht entwickelt. Ist irgendwie der Verlierer der Saison gewesen, ne? Absolut, gar keine Frage. Was haben sie bezahlt für den Transfer? 20 Millionen und nichts gebracht. Spielt jetzt in der zweiten, ne? Mit 26 Jahren erst einmal schon. Also brutal. Okay, wir gehen rein. Liebe Leute, Textmodus machen wir jetzt gegen Düsseldorf-Gladbach und dann zu Hause gegen Dortmund wieder 3D-Modus. Und dann würde ich sagen, los geht's. Haltet euch fest. Viel Spaß im Textmodus jetzt gegen Fortuna Düsseldorf am 30. Bundesligaspieltag.